Liebe Besucherinnen und Besucher, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu dieser Führung auf dem linken Seeufer der Stadt Luzern. Wir sind hier auf dem Inseli. Der Ort heisst so, weil es über Jahrhunderte hinweg hier ein Inseli gegeben hat, tatsächlich weit weg von der Altstadt. Erst 1954 ist der Wasserkanal für Parkplätze zugeschüttet worden. Und das Inseli hat die heutige Form bekommen. Bis Mitte 20er Jahre ist auf dem Inseli auch ein herrschaftliches Haus gestanden. Das ist typisch für die Lebenskultur der alten patrizischen Familie von Luzern. Sie haben außerhalb der Stadtmauern auch über Wohnsitz verfügt. Der berühmteste Bewohner auf dem Inseli war Philipp Anton von Segesser. Er hat gelebt von 1817 bis 1888. Bekannt ist er worden als einer der führenden Köpfe des katholisch-konservativen Luzern. Ab 1848 hatte er die gleiche Funktion auch im modernen Bundesstaat Schweiz. Das Gebiet hier hat verschiedene Namen. Bezeichnungen Fröschenburg oder Tripsche Moos oder Ried sagen eigentlich alles. Mit dem Bau der Eisenbahn 1859 und schon früher mit der Dampfschifffahrt 1837 hat sich das Gebiet total entwickelt. Es ist zum eigentlichen Motor geworden von der Industrialisierungszeit von der Stadt Luzern. Zwischen 1900 und 1980 ist zwischen dem Inseli hier und dem Wagner-Museum da hinten ein riesiger öffentlicher Raum entstanden, der sogenannte Alpengeh. Allerdings war dieser öffentliche Raum nie vergleichbar mit dem auf der anderen Seite, mit den Gehs, der sogenannten schönen Seeseite. Das Gebiet hier hinter den Gleisen hat so etwas Anrüchiges gehabt. Die Halbwelt und das Rotlichtmilieu waren hier daheim. Stichwort Halbstarke, Betrunkene, Obdachlose und Prostituierte. Später ist dann auch die Drogenszene dazugekommen. Allerdings hat Vogelvoliere und die alljährlich stattfindende Herbstmesse Image von dem Gebiet nicht können verbessern. Auch die Statue mit den zwei Schwingen nicht. Im Gegenteil, die war höchst umstritten und hat als äußerst unsittlich gegolten. Aber das Inseli war immer auch ein Ort von gesellschaftlichen und kulturellen Anlässen. So hat im Kriegsjahr 1944 beispielsweise ein Freilichtspiel stattgefunden über den Bruder Klaus, ganz im Sinn der geistigen Landesverteidigung. Heute ist Inseli Teil des Campus der Hochschule und der Universität Luzern. Es hat viele Studierende hier, die die Umgebung geniessen. Und natürlich hat es auch sehr viele Leute, die sich in der Freizeit hier aufhalten und in die Buvette hier oder da gehen ihren Kaffee trinken.